herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und heute, ja, habe ich euch ein kurzes Thema. Nämlich das Thema Haustiere und solche Festtage. Also, ich bin ja jemand, ich habe immer, wenn ich, also so früher, als ich ganz klein war, meine ersten drei Hasen, das waren dann Ronja, Mimi und der Chip. Da habe ich weder Geburtstage gefeiert, noch Weihnachten, noch Ostern, noch sonst irgendwas. Da war es mir so, ja, da habe ich sie jeden Tag einfach gleich behandelt. Das war einfach so dieses Prinzip, ihr seid meine kleinen Lieblinge, ich habe euch lieb, fertig. dann bei meinem kleinen Schnuffel, da habe ich schon angefangen, so als der ganz klein war, so ein bisschen Ostern und so Weihnachten, habe ich mir dann immer so eine kleine Knabberstange gekauft. Heutzutage weiß ich, dass die nicht so gut sind für Hasen. Schande über mein Haupt, aber ja, damals fand ich es eine gute Idee. Und da wollte ich ihm halt immer, das habe ich auch bei den ersten drei schon gemacht. Die haben immer zu den Feiertagen eine Knabberstange gekriegt. So war's. Fast vergessen. Fast hätte ich jetzt, wäre ich jetzt schlechter rausgekommen, als ich dachte. Jeder von meinen Hasen hat dann immer zu den Feiertagen Knabberstangen bekommen. Ja, und als dann der Schnuffel verstorben ist, rest in peace, Schnuffi. Ich denke immer noch an dich. Und Issi, die letzte Häsin war, die ich dann so hatte. Und meine Mutter zu mir gesagt hat, Issi ist der allerletzte Hase, den wir jemals haben werden. Merkt man. habe ich mir selbst so gesagt, egal wie lange sie leben mag, ich möchte jetzt die Feiertage alle so mitnehmen und habe ihr dann immer so kleine Geschenke gekauft, so Leckerli-Päckchen und so ein bisschen Spielzeug, immer irgend so was, damit sie was hat, damit sie auch so an Weihnachten was zum Auspacken hat, Ostern oder auch an ihrem Geburtstag. Und ja, es war eigentlich immer, na gut, Geburtstag habe ich immer verpeilt, das gebe ich zu. Ja, das war so, ich verpeile auch alle Geburtstage, ob von Tier oder Mensch. Geburtstage sind nicht mein Ding. Ich weiß halt die zwei wichtigsten Geburtstage, die von meinen Eltern und jetzt den von Leo, aber damit hat es sich auch bei mir. Ja. Ja, und um ehrlich zu sein, als ich so ganz klein war, habe ich es immer total gesponnen gefunden, wenn ich gehört habe, dass Leute mit ihren Tieren Geburtstage, Feiertage und weiß Gott was feiern. Aber je älter ich geworden bin und je mehr Karnickel ich hatte und je mehr Zeit ich mit den Tierchen verbracht habe, je mehr habe ich es irgendwie auch selbst angefangen. Es war nicht so irgendwie so eine bewusste Entscheidung, es hat sich irgendwie einfach so bei mir ergeben und ich würde es auch nicht mehr ändern wollen, aber ich muss auch zugeben, so gesponnen wie an Leos Geburtstag war es noch nie bei mir. Also bei ihm habe ich dann doch schon so ein bisschen die neue Extreme ausprobiert und ja, das war doch schon ein bisschen heftig. Und auch schon sein erstes Weihnachten, da hat er von uns, glaube ich, 4, 5 Geschenke bekommen. Zum einen so einen Ball, wo man Leckerlis rausholen kann. Wo ist denn der überhaupt geblieben? Oh, wie süß! Oh, jetzt hört er schon wieder auf. Entschuldigt. Dann hat er noch auf jeden Fall einen Apfel bekommen. Dann hat er noch Karottensticks bekommen, so Karottenleckerlis. Und dann hat er noch ein Nestchen, das hat er auch noch bekommen. Das war so sein erstes Weihnachten, da hat er richtig abgesagt, das sage ich euch. Ja, und zum Geburtstag hat er dann ja, wie gesagt, schon die Geschenke bekommen. Und die, ich schicke euch dann einfach. Nein, warte, das habe ich ja schon gemacht. Mann, ich glaube, oder habe ich es nicht gemacht? Oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich wollte euch ein Foto von den Geschenken von Leo zum Geburtstag schicken und ein Bild vom Kuchen. Und jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob ich das gemacht habe. Oh Mann. so ein bisschen verpeilt halt. Ihr wisst ja, ist bei mir immer da. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr so Feiertage mit euren Tieren so feiert, mit dass sie auch Geschenke bekommen, dass sie gefühlt mit am Tisch sitzen und ja, dass ihr dann solche Feiertage einfach auch komplett als Familienmitglieder mit einbezieht oder ob dann eure Tiere eher nicht so bekommen oder auch gar nichts Besonderes oder also nicht mal eine Karotte oder sowas. Ja, würde mich einfach mal interessieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.rietmer@outlook.com.
Ich glaube, ich habe ein Bild geteilt. Mensch, jetzt gehe jetzt gucken, ob ich jetzt ein Bild geteilt habe oder nicht. Wenn nicht, dann kommt es jetzt. Wenn doch, dann ist es ja schon da. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch mit mehr Themen und mehr Inhalt. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.